Bei uns stehen 68 Punkte zu Buche. Mit dem Sieg in Malaysia ist sogar noch das Ergebnis der letzten Saison noch zu toppen. Da waren es 79 Punkte, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2017. Wir sind in Suzuka, fahren wieder mit der Fahrerstufe 80, genauso wie in der letzten Saison. Carlos Sainz hat da ja einen Boxenstopp mehr eingelegt als wir, also keine so wirklich brauchbare, kein brauchbarer Vergleich in Sachen, ja, wie schnell waren wir denn eigentlich? Wochenendreifenaufteilung. Gut, dann legen wir los. Bin mal aufs Wetter gespannt, in Japan kann es ja auch gerne regnen. Willkommen in Suzuka in Japan. Diese Strecke ist etwas Besonderes, denn es ist die einzige klassische 8 im Kalender. Hier wird es nie langweilig, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass die Fahrer und die Fans diese Strecke unglaublich lieben. Eine der furchteinflößendsten Kurven aller Formel-1-Strecken ist die legendäre 130R. Ein ungewöhnlicher Name, den sie ihrem ungewöhnlichen Design verdankt. Eine Biegung mit einem Radius von 130 Meter und direkt danach ein Richtungswechsel. Nach mehreren schweren Unfällen wurde die Kurve im Laufe der Jahre umgestaltet, um eine gerade Einfahrt zu ermöglichen. Dadurch ist sie jetzt eine Linkskurve mit zwei Scheitelbogen. Trotz der Änderungen, mit denen die Kurve sicherer wurde, stellt sie dennoch eine der größten Herausforderungen für Formel-1-Fahrer dar. Sie war auch Schauplatz eines der berühmtesten Überholmanöver von Fernando Alonso, als dieser 2005 Michael Schumacher auf der Außenlinie überholte, während er in die 130R bog. Und wir sind mit weniger Luftwiderstand unterwegs. Da hat es jetzt endlich geklappt mit der Entwicklung. Autoeinstellung laden. Ich freue mich schon auf diese Strecke, das wird wieder ein Spaß werden. Hoffentlich werde ich auch mit meiner Leistung zufrieden sein können, so wie eben in Malaysia. Das hat einfach von vorne bis hinten gepasst und daher auch der Sieg. An allen Ecken und Enden hat es einfach gepasst. Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Und eben mit diesem Sieg ist es jetzt sogar möglich, dass wir die sehr gute Punktausbeute aus der letzten Saison noch toppen können. Noch 11 Punkte weg, wir fahren jetzt noch 5 Rennwochenenden, heißt also immer Vorletzter werden in den Punkten, also 9. und einmal besser, dann hätten wir es geknackt. Das hätte ich im Laufe der Saison eben mit angepasster KI-Fahrerstufe oder auch schon von vornherein nicht gedacht. Mit den 2 Podestplätzen in Spielberg und in Spielberg, okay, und Kanada Setup. In der letzten Saison kommt das jetzt doch etwas überraschend, aber so ist es nun mal. Es kommt, wie es kommt. Und manchmal sehr toll, manchmal dicker. Ja, so ist es halt. Oh, Regen. Aber zu spät. Da sind wir schon durch. T2 soweit trocken. T3 auch, wenn auch stark bewölkt. Da könnte es regnen. Hier im Qualifying wird es dann trocken sein. Und das Rennen stark bewölkt. Es könnte regnen. Ist nicht ausgeschlossen. Trainingsprogramm, Teamziele, da erreiche einen höheren Wert Temporadar, während wir DRS verwenden. Dann legen wir mal los. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Machen wir uns ran. Ich werde jetzt erstmal Ressourcenpunkte sparen für das Saisonende. Erstmal sparen und dann mal sehen. Und los. Letzter Bericht. 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Alles klar. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Ich gedenke gerne noch an das Rennen in der ersten Saison. Das war einfach toll, auch wenn ich es leider hier oben bei Dunlop etwas verhauen habe. Aber es war ein tolles Erlebnis, so schwierig wie es war.
Und letztes Jahr hat uns ja Perez abermals auf der Geraden bekommen. Er ist so ziemlich der Einzige, der uns auf der Geraden schlagen kann. Und mittlerweile ist er in Sachen Antrieb auf dem Leistungsdatenblatt nicht mehr so gut da. Steht er nicht mehr so gut da. Ein Ferrari oder die Ferrari haben es immer besonders schwer gegen uns. Zum Beispiel in der letzten Saison. Vettel, hier in Suzuka. Oder eben im letzten Rennen, Kimi. Der Sun Force India, so ein Perez ist nochmal eine andere Hausnummer. Auch wenn der auf dem Leistungsdatenblatt aktuell auch unter dem Ferrari steht. So, Tore treffen. Mal gucken, ob es lila wird. Ich hoffe doch. Nochmal kurz die Teile gezeigt, die wir aktuell drin haben. Bin jetzt etwas frischer gegangen, weil wir haben Teile gerade über und da gönne ich mir einfach frischeres. Da können wir im Zweifelsfall mehr Ressourcenpunkte bei rausholen. Na, jetzt komme ich zu den Außen. Zu weit innen. Zu viel Randstein. Das auch. Und Wiese auch noch im Spiel. Etwas zu weit vom Scheitelpunkt weg. Reifen quietschen gelassen. Quietschen lassen. Oh, schön rausgekommen. Das ging schön flockig. Na, das war nicht so toll. Boah, das macht schon wieder so eine Laune. Und dabei fahren wir gerade bloß die Streckenakklimatisierung. Also tolle Strecken sind toll. Jetzt haben wir schon mal grün gesichert, das ist gut, aber lila wird das nicht, dafür ist viel zu viel grün drin. Oh, da kam der Wagen nochmal ungewöhnlich am Ausgang rum. Gute Arbeit, du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Gut, die Runde wird schon mal nicht werden. Na, zum Glück haben wir schon lila Intus. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1,37. Oh, schön rausgekommen. 37,9. Perez vor uns, Fahrer vor mir. Perez liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 35,7. 2,2 Sekunden vor uns. Und schön rausgekommen. Oh, ist ziemlich viel lila drin, sehe ich gerade. Und dann die ersten beiden Punkte, diesen rot. Oh Mann. Ja, ein sehr schöner Ausgang. Und das mit den weißen Reifen. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Dann heißt Arsch zusammenkneifen und lila schaffen. War nicht toll reingekommen. Gar nicht. Scheiße. Hier locker flockig im sechsten Gang. Mit den weißen Reifen. Oh, jetzt komme ich zu den Außen. Und wieder so früh Vollgas, auch wenn es jetzt eng wurde. Ach, hier wollte ich mal im vierten durch. Habe ich verpeilt. Schade. Oh,
Und auch deswegen will ich die Aero voranbringen. Ich will einen endgeilen Wagen in den Kurven haben. Auch auf nicht ganz so kurvenreichen Strecken oder schnellkurvigen Strecken macht das dann nochmal mehr Spaß. Hier bin ich vorhin besser rausgekommen. Wieder so viel Lila, aber einmal rot. Mann. Grün hätten wir wieder intus. Jetzt bin ich hier nicht gut rumgekommen. Das Trainingsprogramm ist schade. Vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Fahr möglichst schnell in die Garage. Beständig sind wir. Lila war sowas von locker drin. Kann ich noch viel schneller rein und auch viel schneller durch dann. Mit einer guten Linienwahl. Zeit, beste Runde. Oder Update, okay, beste Runde. Die letzte Runde. 36,0 schon. Nur noch 18. auf Perez. Fahrer vor uns. Perez vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 35,6. 4, okay, 4. Hier will ich noch im vierten Gang proben. Bei der zweiten Degner. Status Teamkollege. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Und Status Konkurrent? Offenbar auch nicht. Na, jetzt bin ich etwas zu weit außen. Ah. Reifenabnutzung an, heißt Nase leicht beschädigt. Da kommt jemand. Ein McLaren. Der ist auch vor uns. Der hat doch geschummelt. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Komm, ja, wir kommen jetzt rein. Bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Saline hinbekommen, aber das muss besser werden. Gut, aber es war ein guter Einstieg. Hab mich gleich wieder sehr wohl hier auf dem Kurs gefühlt. Suzuka. Toll. Der Suzuka International Racing Course. Cares. Dum-di-dum-di-dum. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Das liegt einfach an der sehr guten Strecke. Nicht, dass ich sonst schlecht gelaunt bin, aber es macht einfach einen Heidenspaß, sage ich euch. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,36,0. Habe ich schon gehört. Halt, haben wir ein Teamziel, was sagen könnte, Wechsel was? Nein. Schon 3 geschafft. Aber hier Temporadar noch nicht. Oh oh. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Na, ich bin fast bereit. Freut mich aber auch jetzt im Nachhinein, dass mein erster Sieg in der Karriere gerade auf der Strecke gelungen ist, die ich so toll finde und die es 2018 nicht mehr geben wird. Den Sieg widme ich dieser tollen Strecke. So, da kommt wer an? Der Teamkollege. Auch schon aufgeschlafen, genau. Aufgewacht. Jetzt fahren wir nochmal einen Ticken weichere Reifen. Wieso wird denn das erst mit roten Reifen? Mit ganz leichten Wagen. Uiuiui. Start aus dem Kollege. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Okay, ist jetzt erst auf der gezeiteten Runde. Den vierten kann man hier auch gut angehen. Mal gucken, wie es mit einem schwereren Wagen sein wird.
Ist bewölkter geworden, Wetterbericht. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Oh. Regen in 10 Minuten. Na, dann sind wir durch. Color Science fährt uns gar nicht so sehr davon, wie man denken würde. Dabei fahre ich noch recht lasch. Er fährt ja auch gerade erst die Streckenakklimatisierung, die fährt man ja auch etwas langsamer. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. Geschätzte Ankunftszeit etwa 15 Minuten. Habe ich schon gehört, so in etwa. So, Reifen schon. Erstmal fahre ich relativ schnell durch die Kurven, um grün zu sichern. Oh, zu weit außen. Schlecht. Und zu viel Randstein. Und da falle ich sogar noch in den roten Bereich. Ja, es war ziemlich kacke bisher. Und es wird nicht besser. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. No. Ja, ging's aber ab. Oh, in den Estes übernehmen. Reifen relativ grün, Zeit 6/10 wird das vielleicht noch? Leg mal los. Okay, ich leg los und Reifen vernichten ist angesagt. Gut, die Runde kann ich damit eigentlich vergessen, knappe Sekunde Rückstand. Sechster Gang ist schon hoch. Komme ich nicht so gut rum. Hinter uns ist gerade jemand am Ausgang des Löffels. So, nächste Runde. Na, zu viel Dreck. Wollte ich schon schwummeln, aber das war etwas zu viel. Bin ja schon dabei. Habe ich die Kurve komplett verpasst? Eieieiei. Hier geht's aber zu. Reifen recht grün. Letzte Runde war es, glaube ich, beides schlechter Reifen und Zeit. Das war gar nicht gut. Na, komme ich in einen roten? Ja. Das war auch nicht gut. Reifen fast lila, 13 Rückstand. Hinter uns ist ein Mercedes, so wie es ausschaut. Wir kommen Science näher, Reifen sogar lila. Dabei haben sie gerade gequietscht. Ich fahre immer fett auf der Geraden. Gut, jetzt kann ich es vergessen. Die Runde ist auch dahin. Noch nicht mal grün gesichert. Oh, oh. Also rot darf hier auf keinen Fall stehen. Hier ist nämlich wieder lila drin. Was macht denn der da? Jetzt schmeißt er noch mit Dreck. Styropor-Dreck. Er fährt auch noch weiter. Kann ich nochmal kurz gucken? Komme ich noch so weit zurück? Ja, so halb. So, suchen. Da. Einfach verbremst, ne, sowas. Ups. Dann hängt davon ein Teil des Beutels, dann verschwindet es irgendwann. Genau.
Mann, ist das hoch. Fühlt sich an, als sähe ich auf dem Auto. Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Bin ja schon dabei. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Dann mal hin, denn es ist Mühe geben. Schon wieder zu weit innen. Der Mercedes komme ich schon mal näher. Ja, der Sektor 1 ist meiner. Aber da ist noch viel mehr drin. Oh nein. Zeit geht noch, aber Reifen verloren. Das ist zwar nicht so entscheidend, denn ich bin kurz vor Lila, aber hätte nicht sein müssen. Zeit passt gerade locker. Wir sind praktisch, ja, Lila. Gut. Dann jetzt noch ranhalten. Wieder ein Stück zu weit außen. Reifen nicht lila, scheiße. Zeitvorsprung habe ich, dann kann ich eigentlich jetzt genüsslich da reinbremsen. Zeit passt locker, lila jetzt auch. Lila jetzt auch. Gott, gerettet. Abgeschlossen. Gute Arbeit. Kehre zur Garage zurück, dann sehen wir uns die Daten an. Zeit, letzte Runde. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 35,9. Also mit den gelben Reifen bin ich hier in den SS bisher gar nicht klar gekommen. Irgendwie passt das noch gar nicht. Wird hoffentlich noch. Denn die gelben sind schon sehr spitze. Wenn die weißen vorhin schon spitze waren, ja, dann sind die gelben halt sehr spitze. Also hier kann man mit einem nicht so schweren Wagen wunderbar den vierten Gang nehmen. Status dem Kollege. Halbe Sekunde vor uns. Ah, schön hier reingekommen. Nach hier passt der Abstand zum Scheitelpunkt. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Na, was denn nach dieser oder in dieser? Entscheide dich mal, Jeff. Das hat er immer noch nicht so ganz raus. Das war doch eine recht ordentliche Anfahrt. 1,35 haben wir jetzt auch schon. Na, vielleicht dich. Oh, Sainz auf den weißen Reifen. Der ist die halbe Sekunde auf weißen Reifen gefahren. Na gut, ich bin mit den gelben noch beileibe nicht wirklich schnell gewesen. Ja, schon drin. Mach den Motor aus. Wir brauchen den gar nicht mehr. Zumindest jetzt nicht. Regnen soll es ja auch noch bald. Also, ich hätte durchaus gedacht, dass Carlos Sainz in dieser dritten Saison die beste Einzelplatzierung für Toro Rosso rausfährt. Dieser vierte Platz in Österreich, den er sich da geholt hat. Aber nein, es kam anders. Wieder erwarten. Ich habe noch ein Treppchen geholt und zwar das allerbeste. Ich habe nämlich gerade hier nochmal die Excel offen, die ich mir angelegt habe. Ich wollte in Belgien eigentlich was zu sagen zur KI-Fahrerstufe, ne? Der erste. Mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ich glaube, da war noch was. Das ist mir jetzt letztens eingefallen. Etwas spät, ne? Ich glaube, das war in Belgien, als ich da noch irgendwas erzählen wollte. Teamziel immer noch die beiden. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hamilton, Vettel und Kimi Räikkönen.
Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Ich glaube, ich wollte die KI-Fahrerstufe in der ersten Saison nochmal nennen. Das war da eine 76, Saison 2 86, Saison 3 auch 86. 14. Platz stand jetzt. Machen wir weiter. Intel 2. Aber erstmal hier, Ressourcenpunkte. Da werden wir jetzt doch über die 1000 kommen. Wir hatten 900 Parts zerquetscht in 919? Oder wie, oder was? Da macht's aber jemand spannend. Ja, 919. Ja, geschafft. Das ist, glaube ich, das große Upgrade beim Antrieb. Ein großes Upgrade beim Antrieb. 1050. Wir können es ja gleich mal gucken, aber ich glaube, das müsste genau der Wert sein. Erstmal schauen wir hier beim Verlauf Force India wieder. Wir eben wieder. Relativ enges Ding. Wir und Renault, die haben danach Williams, Haas und McLaren. Und wenn wir hier nochmal schauen. Genau, 1050. Ups, jetzt mache ich das Ding wieder zu. Wollte bloß gucken, ob der Schließmechanismus noch funktioniert. Gelber Reifen, damit muss noch mehr gemacht werden. Mehr als kaum beim Reifenmanagement. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Klapper, klapper. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Götz. Es ist stark bewölkt. Ein paar kleine Löcher sind in der Wolkendecke. Aber viele sind das noch nicht. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass bisher noch keiner oder dass Hermann Thielke noch nicht auf die Idee gekommen ist, Suzuka mit dieser Form einer 8 zu kopieren. Dass wir da wirklich immer noch Suzuka als einzige Strecke haben. Ist das so ein Ehrenkodex? Nur Suzuka darf die 8 haben? Ich hätte nichts dagegen. Wobei das Suzuka nicht besonders macht. Suzuka, was macht Suzuka besonders? Es ist einfach eine geile Strecke. Rundum. Na dann wieder rumlopfen, ach, wie ich mich freue. Erstmal grün sichern. Gucken, ob mir das gelingt. Grüner Bereich von 50 Tausendstel. Ah, viel gespart habe ich jetzt nicht. Wieder zu weit innen. Wiese mitgenommen, war aber noch machbar, den Wagen da rum zu bekommen. Also Lila wird das hier definitiv nicht. Kann froh sein, wenn ich jetzt grün hinbekomme. Jetzt bin ich sogar im roten Bereich, was das Benzin angeht.
muss ich eigentlich vor der Schikane nochmal lupfen. Knappe 2/10 Rückstand. Na, hier etwas gelupft, schon sind wir wieder im grünen Bereich. Benzin sollte jetzt passen, jetzt muss die Zeit nachher hauen. Benzin passt weiterhin. Ja, auch blöd auf einer Gerade. Auf einer Geraden. Sehr weit rausgekommen. Für grün reicht's aber. Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen. Na, da ist was vor uns. Viel Benzin habe ich jetzt auch nicht gespart. Jetzt verliere ich wieder Benzin. Der lahme Ericsson. Etwa nein, der wird jetzt behindern. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Jetzt macht er sowas wie Platz, ich bin zu weit weg. Gut, die Runde wird's nicht, die wird nicht lila. Da verfehlt eindeutig Benzin und dass der Energiespeicher ist in den orangenen Bereich gerutscht. Magere Mischung ist nicht verfügbar. Also zeitlich würde es wieder hinhauen, aber das Benzin halt nicht. Nicht für das angepeilte Ziel lila. Dann muss ich nächste Runde auf Cover 1 nochmal mehr lupfen. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Ich versuch's. Deutlich mehr gespart, noch im grünen Bereich. Jetzt muss ich in den SS ordentlich Zeit rausballern. Hier kannst du kaum sparen. Hier musst du ausgeben, ansonsten lohnt sich das nicht. Magere Mischung ist wieder verfügbar, aber vielleicht nur für den Moment. Wir können sie jederzeit wieder verlieren. Ja, nur leicht im grünen Bereich, was das Benzin angeht. Auf den Löffel muss ich lupfen und dann auf die letzte Schikane. Auf die letzte Scooter, hier gibt's bloß eine. Naja, es wird nichts, glaube ich nicht. Zeit habe ich mehr als genug. Dann gehe ich jetzt aufs Ganze und lopfe hier ganz früh. So, passt in etwa. Es passt. Na, wobei. Nein, ganz knapp nicht. Scheiße. Und ich habe noch genügend Zeit über. Mist. Ich habe jetzt aber auch in der Schikane Zeit kein Auge für gehabt, nochmal auf die Zeit zu schauen. Ich hatte noch genug über. Schade. Oh, zwei denn. Mal wieder. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Also mit einem Auto mit viel Abtrieb macht es hier verdammt viel Spaß, die schnellen Kurven. Wir wollen noch viel besser werden in Sachen Abtrieb. Da sind wir dran, dann macht sowas noch viel mehr Spaß, das wird ein Spaß.
Boxenstopp hier rein. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Aktuell sind wir auf der 4, Ericsson hinter uns, Hülkenberg vor uns. Ob Hülkenberg vielleicht in dieser Saison, in diesem Rennen hier glänzen kann? Ist ja noch nicht lange her, da hatte ich gedacht, er macht ein richtig geiles Rennen und dann war es eher so ein, Gut, dann fahren wir gleich noch die Rennstrategie, hätte man nach dem Wetter fragen können. Sektor 3, wenn ich was nicht mitbekommen habe, entschuldigt, aber haben wir in Sachen Teamziel immer noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Fehlt bis noch. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 35,9. Frische Gelbe, okay. Alles fertig. Das dritte Mal gelbe Reifen. Und jetzt muss es sitzen, weil Rennstrategie. Ach, Mercedes. Ist vielleicht wieder der andere? Auf der Strecke ist was, kommt aber so oder so vorbei. Blaue Flaggen blinken. Der Danny. Sowas. Status Team Kollege. Chaos derzeit auf P2. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:33,9. 33,9. 2 Sekunden schneller als wir. Geile Zeit. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:35,9. Status Konkurrent. Hat noch nicht. Okay. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Strecke hinter uns ist frei, vor uns auch. Vor uns liegt der Ricardo und davon Mercedes, sollte also passen. So, wir fahren auf Standard, sehr wichtig, passt. Na, da kommt jemand aus der Box, das ist blöd. Na? Magere Mischung ist nicht verfügbar. Geht gut aus. Keine so gute Linienwahl. Wieder zwei denn. Schöner Ausgang wird das. Und zwei denn. 13. Vorlauf. Schön reingekommen. Na, der Ausgang ist nicht so schön. Na, war etwas Dreck im Spiel. 2000. Für die Runde wird es reichen zeitlich. Also da haben wir wohl genug Puffer. Dann dürften wir endlich mal wieder Lina bei der Rennstrategie schaffen.
etwas viel Randstein im Außen. Hätte ich gerne weniger gehabt. Großartige Runde, du hast genau das. Gute 16. Vorsprung, 303%. Jetzt passt der Eingang hier mal. Klein Tick zu weit außen. Jetzt zu weit innen, weil zu spitz angefahren. Zu viel direkt links. Magere Mischung ist wieder verfügbar, aber vielleicht nur für 3/4 Sekunde voraus. Wir können sie jederzeit wieder verlieren. Etwas zu schnell rein. Ist wieder ein sauber, hä? Ups, zu den. Hui, ja, da kam das Heck rum. Okay, die Runde ist weg, schade. Muss ich nochmal von vorne anfangen mit Punkte sammeln. Wobei, 10 habe ich ja schon, aber die nächste grüne Runde bringt dann auch erstmal wieder bloß 10. Ich lasse mal noch etwas Abstand. Ocon wird jetzt nicht das große Problem sein, aber der ist sauber. Wenn er nicht sofort reinkommt. Gut reingefahren. Der Randstein hat noch gepasst. Bei der Anfahrt der SS. Jetzt wird der Ausgang wieder super. Wie auf der 10. P10. Sieht gerade sehr solide aus mit dem Vorsprung. Über 1¼ Sekunde Vorlauf. Und zwar jetzt. Okay, etwas zu wenig eingelenkt. Schikane nicht gut angefahren. Nur eine 3/4 Sekunde Vorlauf. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Draußen. Oder kommt jemand raus? Mist. Deutlich besser angefahren als letzte Runde. Ist das der nächste sauber? Der Herr Rivale. Hoffentlich macht er jetzt mal Dampf. Wird mir zu langsam sein. Hoffentlich kriege ich den irgendwo gut. Ausgang aus dem Löffel mit Zufahrt auf 130R. Ich hoffe, ja. Ja, sieht gut aus. Sehr sogar. Und er macht sogar Platz. Nett. Geh mal vom Gas. Magere Danke. Mischung ist nicht verfügbar. Die brauche ich auch nicht. Recht verhalten wieder angebremst. Und zu viel Randstein innen. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was Windschatten-Schnupperer wir hinter uns.
Bleib hinten. Wir versprechen dir, in den SS schneller zu sein als du. Der Vordermann dürfte weit genug weg sein. Jetzt weit innen. Sonne kommt raus. Oh, gleich zwei. Hoffentlich ärgern die uns nicht noch. Vorsprung wieder sehr solide. Der sechste Gang ist schon ganz schön hoch hier hinten. Gefällt mir nicht so ganz. Aber nochmal ausprobiert. Knappe Sekunde Vorlauf. Jetzt muss ich auch mal eine Sekunde ins Ziel bringen. 10 Punkte brauchen wir noch für Lila. Wir bekommen aber gleich 20. Aber Magnussen ist nicht so weit weg von uns. Ist wieder verfügbar, aber vielleicht nur für den Moment. Wir können sie jederzeit wieder verlieren. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,35,4. Ja, tut mir leid, Magnussen, aber hier ist ein Schleichfuß unterwegs, der jetzt auch noch vorbeilassen will und dabei übers Gras fährt. Eieiei. Ja, noch weit, weit weg von der Zeit von Sainz. Status, Teamkollege. Carlos ist auf P3. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 33,9. Sekunden noch vor uns. Ich hätte mir das mit gelben Reifen gefahren. Was machen die beiden da hinten? Carlos Sainz ist ja letztes Jahr im Rennen ein Stop mehr gefahren als wir. Bin mal gespannt, wie das in dieser Saison aussehen wird. Hab's letztes Jahr gar nicht so verstanden, denn in der Saison 1 hat er es vorgemacht, wie gut es mit einem Stop laufen kann. Vielleicht würde er sich daran nochmal erinnern. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Überholen ist hier ja schwierig. Vettel ist auch hinter Magnussen gekommen. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Schon drin. Vor Hülkenberg hinter Ocon auf der 11. Wollte gerade 10 sagen. Also wenn ich Carlos Sainz Zeit so sehe, dann muss ich mich noch gehörig strecken. Fans jubeln. Warum denn? Fährt Kamui Kobayashi wieder mit oder Takuma Sato? Diese eine Runde da. Lila. Hier hätte es auch schon lila sein müssen. Hier im Grunde auch. Qualifying-Tempo dann als nächstes. Aha. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon, ne? Temporadar. Moment. Rote Reifen, okay. Gut, das macht's etwas angenehmer für uns. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Vettel und Sergio Perez. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Muss ich dennoch eine gute Sekunde finden? Gut, wir bekommen noch bessere Teile. Und ich werde noch auf Fett fahren und noch besser fahren. Könnte trotzdem ein enges Ding werden. Wäre ja alles andere als verkehrt.
Ein starker Teamkollege bedeutet ja mehr Punkte fürs Team. Er wird sich Haas ärgern. Weiter geht's. 7:3 gegen Magnus. In Malaysia haben wir alles abgeräumt, überall ein Häkchen bekommen. Rote Reifen. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Ah, runterschalten geht nicht von Fett, schade. Zumindest in der Boxengasse gerade nicht. Jetzt geht's um den Standard. Magere Mischung ist nicht verfügbar. Schon bemerkt. Letzter Bericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Sind wir da erst auf der Strecke? Hab nicht drauf geachtet, aber... Hier hinten um die Spitze herum ist auch niemand, so wie es aussieht. Und Streckenkarte. Nee, sollten wir der Erste sein. Also ganz nebenbei gesagt, ich finde die Laternen hier schön. Anders als in Bahrain, da sieht das sehr merkwürdig aus, aber hier passt wunderbar ins Bild. Generell eine wunderschöne Strecke mit so viel Grün. Dann fahren wir mal kurz auf Mager, gleich fahren wir nämlich auf Fett. Nur den Wagen rollen lassen. Wieder zwei draußen. Toll. Auf der Strecke sind wir immerhin noch Erster. Mit der Runde kann ich jetzt bloß gar nichts anfangen. Jetzt fahren wir rüber. Grüne Flaggen neben der Ampel. Aber in Anführungszeichen nur 5 Sekunden Rückstand stand jetzt. Schade. Jetzt habe ich mich gerade wieder gefragt, dreht sich das Riesenrad? Ich hätte mal anhalten sollen und gucken. Zum Fahren, bergauf, hat das schon besonders gewirkt. Hinter uns, na doch, jetzt aus der zweiten Degner kommt gerade jemand raus. Wollte schon sagen, die Strecke hinter uns ist immer noch sehr frei. Aber nicht mehr ganz so frei. Ja. Man wird uns nicht gleich schon wegen Strecke zu weit gefahren die Zeit abnehmen. Hat ja Zeit gekostet. So, jetzt besser machen. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Hier kann ich noch später reinbremsen.
Nicht optimal. Ach, etwas zu früh gebremst. Schön reingekommen. Auch der Ausgang ist super. Eine sehr gute Spitzkehre gefahren. Hanna-Lekorva-Spitzkehre. Jetzt aber 2000. Na, die Zeit sieht sehr gut aus, wenn das mal nicht lila wird. Wobei, gerade verliere ich noch. Kann ich noch einen kleinen Ticken später anbremsen? Alles 7 Zehntel? Okay, reicht gut. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Dann haben wir einen 1,33er. Besser reingefahren, aber der geht noch mehr. Mal den 6. hier durchziehen, einfach mal gucken, wie das so ist. Hier auf jeden Fall nicht, hier ist er falsch. Oh, hier wird der Ausgang super. Beste Stelle der letzten Runde, das war das hier. War ich kurz mal im Grün, jetzt habe ich Rückstand, aber gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und 2000. Und 2000. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Wir sind im gelben Reifen-Sandwich. Update, beste Runde. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,33,8. Jetzt gehe ich mal gucken, was letztes Jahr die Zeit war. Hab schon gesehen, ich habe heute Morgen schon mal geguckt. Color Science hatte keine Zeit in der letzten Saison, die ich mir notiert habe. Aber erstmal die Zeit hier notieren. 1,33,8. Und Saison 2. USA, Japan. Da sind wir gefahren, eine 1,35,3. Das ist schon mal ein ganzer Batzen. Je nachdem, wie gut ich da war. Bis eben auf diese Runde habe ich mich ja auch nicht gut gefühlt. Das war zu langsam, aber die 1,33,8 passt erstmal. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft drin. Jetzt mal abgesehen von frischeren Teilen einfach mit dem, was wir hier gerade hatten. Und Sektor 3 habe ich nicht gepackt. Wie stehe ich gerade so da? Kimi mit roten Reifen, fast 2 Sekunden vor uns. Perez recht vergleichbar. 1 Minute 33,8. Wir sind minimal vor ihm, knappes Zehntel. Sektor 1 sind wir halt ein paar Tausendstel schneller. In Sektor 2 ein paar Tausendstel langsamer. Ein paar so 10, 20, 30, 40, 50. Und im letzten Sektor auch wieder einen kleinen Ticken langsamer. Ja, ein großer kleiner Ticken. Also 13 im ersten Sektor gewonnen, im letzten 3 verloren, im Mittelsektor praktisch zeitgleich. Macht ungefähr kein ganzes Zehntel. Und Sainz fehlt noch. Was ist er vorhin gefahren? Eine 33,3? Kann ich nicht mehr genau sagen, Mist. Dann bauen wir noch um. Ja, da guck da, da ist ein Auto aufgebockt. Autoeinstellung, mehr Benzin noch. 1,33er, ein Suzuka sollte eigentlich, sollten eigentlich 16 Kilogramm reichen.
Ich werde den Q1 hoffentlich nicht allzu lange fahren. Habe ich mir auch mal leise gesagt. Getriebe bauen wir sowieso nicht um. Dann jetzt hier die Frage der Fragen. Wir haben jetzt noch 5 Rennwochenenden. Heißt das, 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 das und das. Bin gewillt in Mexiko die 7 einzubauen. Schnell noch was zu den Reifen. Wir müssen die 2 am meisten abgenutzten Sets am Ende dieser Session zurückgeben. Sie sind dann sozusagen für immer weg. Also überlege dir gut, wie du das einsetzt. Benutze keine Sets, die du später noch brauchst. Oder doch lieber die 3 in Mexiko und jetzt die 7. Jo, die 7 wieder. Die 4 ist noch sehr frisch. Sollen wir gleich losfahren? Turbolader, 1%. Und Steuerelektronik ist im Grunde egal. Gehen wir aber auch mal die 7. Alles die 7. Platz 7 wäre ich nicht unzufrieden damit, beileibe nicht. Gucken, ob es so kommt. Gut, hätten wir das Getriebe passt, Auto haben wir eingestellt, dann sind wir hier fertig. Wie viele Ressourcenpunkte waren es nochmal insgesamt? 235 von 285. Science-Netzzeit. Ist ja gerade rausgefahren, ne? Da, Outlap. So lange warten wir jetzt aber nicht. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Räikkönen, Vettel und Valtteri Bottas. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Gucken, ob wir die große Schwester ärgern können, Red Bull. Würde ich mich ja drüber freuen. Dann würden wir wieder relativ gut bei Red Bull in Sachen Ruf dastehen. Absichten zum größeren Team zu wechseln habe ich aktuell nicht, aber eine gute Wertschätzung wäre es allemal, wenn Red Bull zum Saisonwechsel wieder Lust hätte, mit uns in die nächste Saison zu gehen. Aber ich bin bei Toro Rosso sehr zufrieden. Wir haben noch viel vor und als nächstes erstmal das Qualifying. Bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.